Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der FPÖ Graz herzlich willkommen heißen an diesem heutigen Abend. Darf als allererstes unserem Stargast sozusagen, ja, ist so, Herr Gott, es ist so, auf das Herzlichste begrüßen mit einem großen Applaus, meine Damen und Herren, bitte. Danke sehr. Danke sehr. Wir fangen direkt an mit der Thematik. Es geht heute Abend um, aus meiner Sicht, wir sollten sprechen über Medien, Medienberichterstattung, die Migrationsströme, politische Richtungen in diesem Zusammenhang. Ich bin nicht hier, um Sie für oder gegen irgendetwas einzustimmen, sondern wenn ein durchschnittlicher Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben, der hat weniger an Neuigkeiten erfahren als ein einziger Mensch heute innerhalb von einer einzigen Stunde oder als in einer einzigen Tageszeitung an Neuigkeiten steckt. Wir haben eine gewaltige Informationsflut, die überall auf uns einprallt und wir glauben, wir sind doch über alles bestens informiert. Und trotzdem stellen wir uns die Frage, hey, konnte die Regierung in Österreich, in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, konnten die eigentlich nicht wissen bei Thematiken wie dem Euro, dass es Schwierigkeiten geben würde, bei Thematik Öffnung der Grenzen in Richtung Osteuropa, jetzt bei den Flüchtlingsströmen. Wir sind doch angeblich alle so wunderbar informiert, haben millionenfach mehr Informationen als Menschen das früher hatten und trotzdem stellen wir uns immer häufiger die Frage, ja, konnte man das und das und das denn nicht voraussehen? Nun stiegen diese Journalisten aus, nahmen alle ihre Benzinkanister, kippten das über die längst ausgebrannten Fahrzeuge und wir hatten auf einmal riesige Rauchfahnen, lodernde Flammen und Fahrzeuge, wie es sie eigentlich im Krieg gibt. Aber weit und breit war kein Krieg. Nun stand ich da, sollte zum ersten Mal für eine international renommierte Zeitung berichten und sah, wie die Kollegen ihre Kameras dort aufbauten und fingen an. Wir berichten ja direkt von der irakisch-iranischen Kriegsfront. Im Hintergrund liefen dann diese irakischen Soldaten noch mit durchs Bild, hatten ihre Maschinenpistolen. Ich kürze das hier ab. Ich merkte auf einmal, ich wurde eingesetzt, um Kriegsberichterstattung zu machen, aber da war gar kein Krieg. Warum berichten diese Medien eigentlich nie darüber, wer so richtig viel Kohle, wer so richtig viel Geld mit Migrationsströmen hier vor unseren Haustüren macht, in den Reihen von Politik, von Wirtschaft und so weiter? Nein, ich meine nicht die Hersteller von Wohncontainern. Wer macht denn richtig viel Geld mit Asylbewerbern, mit Flüchtlingen, ohne dass sie es mitbekommen? In Deutschland ist es so, dass es im Kanzleramt derzeit Gespräche gibt, Grundversicherungen mit den großen Konzernen abzuschließen für die Asylbewerber, wo gerade ausgekungelt wird, wie viel zahlt der deutsche Steuerzahler pro Kopf und Asylbewerber. Und ja, zunächst einmal, wir sprechen allein dieses Jahr von etwa 1 Million Menschen. Das ist das, was die Politik inzwischen für Deutschland offiziell zugibt. Für Österreich kennen Sie die Zahlen viel besser. Wo man sagt, na, zwischen 100 und 150 Euro pro Person, pro Kopf und Jahr zahlt der deutsche Steuerzahler allein nur, damit die erstmal eine Versicherung haben. Das heißt, 1 Million mal 100 bis 150, Sie können sich ausrechnen, wissen Sie alle selber, kommt schon mal etwas zusammen. Wir haben 3 Pharmakonzerne auf der Welt, die Mittel gegen Hepatitis C haben und die Kosten in einem Industrieland, wenn Sie die abrufen, hier in Österreich, schlucken Sie dann täglich, und die Asylbewerber bekommen die jetzt, Sie schlucken täglich, steht in keiner Zeitung, den Gegenwert eines iPhones. Sie schlucken den Gegenwert eines iPhones, aber nicht mal für 24 Stunden, für 2, 3, 4 Tage, eine Woche. Sie schlucken den auch nicht für 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen. Sie schlucken den für Monate, sie schlucken für mehr als ein Jahr. Dabei kommt letztendlich raus, jeder, der eine solche Behandlung bekommt, schluckt den Gegenwert eines Einfamilienhauses. Nur damit seine Hepatitis C-Erkrankung kuriert wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Pharmakonzerne, die rechnen intern für den deutschsprachigen Raum. Kann ich belegen, ist bislang unwidersprochen von mir. Die Pharmakonzerne rechnen mittelfristig allein durch die Asylbewerber und Erkrankungen wie Hepatitis C mit einem zusätzlichen Reingewinn von etwa 13 Milliarden Euro. Wir haben eben über Versicherungen gesprochen, wir sprechen gerade über Pharmakonzerne. Sehen Sie, egal ob man jetzt politisch links oder rechts oder sonst was ist, bestimmte Dinge, so wie das, was ich Ihnen gerade erzähle, die gibt es in unseren Medien nicht. Obwohl doch unsere Medien angeblich so kritisch sind und die Politiker uns über alles Mögliche informieren wollen, bestimmte Informationen,
die nachprüfbar sind, die logisch sind, die nachvollziehbar sind, die fallen einfach flach. Ich kenne viele Transplantationsmediziner, die mich darauf angesprochen haben und die mich darum bitten, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Es muss uns allen in der Gesellschaft, in der Politik und in den Medien klar sein, wenn wir, die wir in die Sozial- und Gesundheitssysteme einbezahlen, dadurch, dass wir die Grenzen geöffnet haben und eine Situation geschaffen haben, wo sehr viele Menschen in einem erheblich schlechteren Gesundheitszustand zu uns kommen, dass ein Transplantationsmediziner nicht sagen kann auf mal bei der Vergabe von Organen, und da kommen sehr viele Menschen, die Organe brauchen, allein wegen Hepatitis C, ist nur eines von vielen Beispielen, Leber. Wir werden in sehr, sehr, sehr vielen Fällen Menschen, die aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, wo auch immer, bislang ganz oben auf der Liste stehen für ein Organ und die darauf hoffen, jetzt bald bin ich der Nächste, der drankommt, die werden alle nach unten rutschen, weil dann, bedingt durch die Objektivität bei der Vergabe von Spenderorganen, weil die Asylbewerber durchweg in einem schlechteren Gesundheitszustand sind und halt nach oben rücken. Ich bewerte das nicht. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht oder was auch immer. Und Sie sehen, bei einer Thematik wie derjenigen, über die wir uns gerade unterhalten, wir wollen hier keinen hetzerischen Abenden für oder gegen Asylbewerber haben, sondern wir wollen sehen, dass wir mal Informationen heute Abend zusammenbekommen, die wir so, aus welchen Gründen auch immer, nirgendwo sehen, nirgendwo erleben. Dazu gehört die Transplantationsfrage, die Versicherungsfrage, die Pharmafirmen, die auf mal gigantische Beträge verdienen. Und, ich habe gerade das Stichwort Politik gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus mit Politikern, die an diesem Zustrom von Asylbewerbern ein gigantisches Interesse haben? Weiß ich nicht, wenn ich so die Zeitung, die Presse, den Standard, meine ich auch weder positiv noch negativ, wenn ich die im Internet anschaue, österreichische Medien, den ORF angucke, was so im Sendeplan steht, in den Nachrichten kommt, komisch, ich habe noch nie einen Beitrag gesehen, ich frage Sie jetzt mal, woran liegt das? Ich habe noch nie einen Beitrag gesehen, wie österreichische Politiker von Asylbewerbern, vom Zustrom von Asylbewerbern profitieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt politisch korrekt oder nicht korrekt ist. Ich erzähle Ihnen einfach mal ein bisschen. Also, weil bei uns taucht es erstaunlicherweise auch nicht auf. Die Politiker, die im Fernsehen bei uns stehen und sagen, wir brauchen mehr Verständnis für einen noch größeren Zustrom von Asylbewerbern, die sagen nicht gleichzeitig, weil ich auch davon profitiere. Komisch, dieser Halbsatz fällt immer weg. Ja, wo, meine Damen und Herren, wo profitieren und wie profitieren bestimmte Politiker vom Zustrom von Asylbewerbern? Nein. Ich meine jetzt nicht, dass sie irgendwo Kämmerchen vermieten, Hinterzimmer insgeheim. Nee, geht völlig anders. Bei uns in Deutschland betreibt eine von der SPD gegründete Organisation, die AWO, betreibt Asylbewerberheime. Sie betreibt und betreut. Was sagt uns das? Das sagt uns Folgendes. Wir haben, die Zahlen kenne ich eben nur für Deutschland, wir haben in Deutschland schon jetzt etwa 2,4 Millionen Menschen, die in der Sozial-, Migrations- und Integrationsindustrie arbeiten. 2,4 Millionen Menschen. Wir haben im deutschen Automobilbau, da haben wir etwa 700.000 Menschen, die dort beschäftigt sind. Wenn Sie ein großes Chemiewerk, Bayer Leverkusen, BASF zusammen beschäftigen, glaube ich, weniger als 300.000 Menschen. Wenn Sie die ganzen Pfeiler der angeblichen deutschen Wirtschaft nehmen, kommen Sie nicht auf 2,4 Millionen Mitarbeiter. Das hat die Sozial-, Migrations- und Integrationsindustrie in Deutschland, unter anderem die AWO, einer der ganz großen in Deutschland. Die sagen sich, bei jeder neue Asylbewerber, der kommt, sichert doch in meinem Nebenjob in der AWO, wenn ich noch ein Asylbewerberheim aufmachen kann, dann habe ich wieder ein paar mehr bislang arbeitslose Soziologen, Politologen, Ethnologen, Psychologen für die Traumatisierung und so weiter. Ich schaffe Arbeitsplätze für meine eigene Wählerklientel und ich verdiene noch daran. Je mehr ich sage, da kommen noch mehr. Das ist ein Jobmotor für meine Partei, für meine Wähler. Ich garantiere meiner Wählerschaft, meiner Kundschaft einen sicheren Arbeitsplatz. Das ist der Hintergrund, warum bestimmte Politiker sagen, ja, wir dürfen jetzt die Grenzen nicht schließen, wir müssen auch dem Familiennachzug noch nachgeben, durchschnittlich 4 bis 7 Personen, die als Familienmitglieder noch nachziehen können. Warum? Weil sie ganz genau wissen, hey, das ist für die Migrations-, Integrations- und Sozialindustrie, die meine Klientel ist, ein riesiger Jobmotor. Es ist jetzt inzwischen bekannt, seit wenigen Tagen, unsere Politiker
In Österreich, in Deutschland, überhaupt in Europa waren spätestens seit März 2015 darüber informiert von den eigenen Sicherheitsbehörden, dass diese Migrationsströme kommen würden. Sie können nicht mehr sagen, wir haben das doch alles nicht gewusst, das kam völlig überraschend auf einmal. Sie haben es gewusst. Frontex hat rechtzeitig darüber informiert. Aber warum berichten unsere Medien ständig aus der Sicht vieler Bürger so einseitig und verschweigen sehr viele Dinge? Sehen Sie, auch die Medien sind eingespannt in die Sozial-, Migrations- und Integrationsindustrie. Viele Journalisten profitieren davon. Wie? Wenn ich mir die Nachrichten bei uns in Deutschland anschaue, dann sehe ich dort Journalisten, die aus bestimmten Netzwerken kommen. Viele Journalisten haben Journalistenschulen besucht, die von der Sozial-, Migrations- und Integrationsindustrie finanziert werden. Das ist so. Es gibt eigene Journalistenschulen dort. Und das sind die Leute, die heute in vielen Nachrichtensendungen für Themen wie Migration, Integration zuständig sind. Das Gleiche ist bei Zeitungen. Die AWO vergibt Journalistenpreise. Ich habe noch nie gesehen, dass die einen Journalisten prämieren, der negativ über ihre Arbeit berichtet. Diejenigen Journalisten werden prämiert in diesem Netzwerk, die im Fernsehen Kinder mit großen, kullernden Augen zeigen, Mütter, die ihre Kinder in die Kamera halten, die einen bestimmten Eindruck in der Öffentlichkeit erwecken, heißt im Klartext. Wer als Journalist die Herzen der Menschen dazu erweicht, mehr Spenden zu zahlen, die Bereitschaft, noch mehr Asylbewerber aufzunehmen, der bekommt einen Preis. Der bekommt letztendlich Geld dafür. Der steigt auch in diesen Netzwerken weiter hoch. Viele Journalisten haben Existenzangst und wissen bei den großen Medienhäusern nicht, ob sie in 4 Wochen oder 4 Monaten ihren Job noch haben werden. Da ist es wichtig, vor allem für die vielen freiberuflichen Journalisten, dass sie eine weitere Einnahmequelle haben, eine verlässliche Einnahmequelle. Und dieses Netzwerk von 2,4 Millionen Mitarbeitern der Sozial-, Integrations- und Migrationsindustrie hat eine Unmenge von eigenen Mitgliederzeitschriften. Und die vergeben wieder Aufträge an freie Journalisten. Heißt, wer Artikel schreibt, pro Asyl, wir müssen noch mehr sammeln für Asylbewerber, wir müssen noch ein paar Millionen mehr in Europa aufnehmen, der kriegt Zeilengeld, der kriegt Geld dafür, der kriegt Geld, der kriegt einen Journalistenpreis, der kriegt Geld für die Artikel. Das alles würde viel zu weit führen, wenn ich da weiter in die Verästelungen reingehen würde. Aber Sie sehen, in der Politik wird nicht mit ehrlichen Karten gespielt. Politiker verdienen daran, Journalisten verdienen daran. Und vieles, was Ihnen erzählt wird, ist keineswegs so wahr und wahrhaftig, wie es hier gesagt wird. Ein Staatswesen besteht aber unter anderem daraus, dass man den Bürgern Schutz und Sicherheit gewährt. Und alle Polizisten, die ich kenne, und ich kenne wirklich viele, viele Elitesoldaten, Mitarbeiter aus Sicherheitsnetzwerken, die habe ich gefragt, hey, was passiert eigentlich? Müssen wir uns wirklich Gedanken machen? Wir haben viele Asylbewerber, wie sieht jetzt mal wirklich unter uns? Wie sieht das aus, wenn da irgendwo mal, mein Gott, da sind halt mal 500 IS oder 50 IS-Kämpfer dabei? Kann doch mal sein, oder ein paar mehr oder weniger. Das kriegt ihr doch wohl in den Griff. Dann geben die mir zur Antwort, mein lieber Freund, erinnerst du dich noch, als es in Deutschland die Rote Armee-Fraktion gab? Das waren weniger als 50. Und die haben ganz Deutschland über Jahre in den Ausnahmezustand versetzt. Ich habe die Polizei gefragt, wie regelt ihr bestimmte Situationen zukünftig im Sicherheitsbereich? Geht ja nicht nur um Deutschland. Die sagen mir dann, wir haben Hundestaffeln, wir haben in der nächsten Stufe, kennen wir ja von großen Demonstrationen, noch Reiterstaffeln. Aber danach haben wir nur noch Sondereinsatzkommandos und Spezialeinsatzkräfte, wie in Deutschland die GSG 9. Aber diese SEKs werden wir nicht einsetzen. Die können wir gar nicht einsetzen, weil die Ausbildung dieser jungen, kräftigen Männer, die ist so teuer, da ist jeder wertvoller als ein Kilo Gold. Also das Menschenleben des SEK-Beamten ist natürlich viel wertvoller, aber die können wir nicht ersetzen. Nur weil Asylbewerber irgendwo möglicherweise mal durchdrehen, wir haben außer Hundestaffeln, Reiterstaffeln, Bundespolizei, wir haben nichts, was wir dem entgegensetzen könnten. Das Militär, wunderbar, klasse, wunderbar, kommt dann immer. Sehen Sie, wenn Sie sich in Deutschland anschauen, mehr als 18.000 Soldaten in Deutschland sind dienstfremd eingesetzt. Die sind also jedenfalls nicht zur Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland.
Die sind bei der KFOR. Wir haben rund 1000 Soldaten in Afghanistan, um Frieden und Freiheit am Hindukusch zu verteidigen. Wir haben sie irgendwo am Horn von Afrika, um Piraten und Schlepper und ich weiß nicht was zu bekämpfen. Wir haben jetzt 6000, die schmieren Brötchen für Asylbewerber und Brote. Nein, ist kein Scherz. 6000 deutsche Soldaten werden eingesetzt, um Brote und Brötchen für Asylbewerber zu schmieren. Wir haben auch in Hamburg, habe ich gerade bei YouTube im Internet gesehen, einen Appell von Hilfsorganisationen, dass sich doch bitte Deutsche melden mögen, um beim Brötchen, beim Brote schmieren für Asylbewerber zu helfen. Ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz und habe mich gefragt, ja, können die nicht selber Brote schmieren? Aber ich will das nicht bewerten. Vom 20, 22, 23 Jahre alten jungen Mann aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Libyen, die hierher kommen, die sind darin groß geworden, in einem Denken, beispielsweise Erbrecht. Eine Frau erbt nur halb so viel wie ein Mann. Ist völlig glasklar. Ganz viele Dinge, wo wir sagen, hey, wir sind liberal und alle Menschen sind gleich und so weiter. Von klein auf ist diesen Menschen ein bestimmtes Wertegefüge eingeimpft worden, was völlig anders ist als unseres auf vielen Ebenen. Das kann nur zu Konflikten führen, das wird zu Konflikten führen, für die wir aber keine Lösungen haben. Ich sage bis dahin herzlichen Dank fürs geduldige Zuhören. Danke sehr. Ja, Herr Dr. Nochmal vorerst recht herzlichen Dank für diese hochinteressanten, hochbrisanten Informationen, ja, und auch niederschmetternden Informationen. Und wir beginnen jetzt mit einer Fragerunde, mit einer Diskussionsrunde. Ich bitte aber an dieser Stelle, nachdem wir wahrscheinlich viele Fragen haben, die Fragen relativ kurz und prägnant zu stellen. Ich glaube, das ist in unserem allen Interesse.